Am Montag, den 24. August, erfolgte die Verkehrsfreigabe des sanierten Teilstückes der Kreisstraße 8215 zwischen Schweigersheim und Kriebstein. Der neue Landrat Matthias Damm gab den 1700 Meter langen neuen Straßenabschnitt offiziell für den Verkehr frei. Anwesend waren auch der Erlauer Bürgermeister Wolfgang Arnert, die Kriebsteiner Bürgermeisterin Maria Lausch und die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann. Rund 1,3 Millionen Euro, davon 90% Fördermittel, hat der Ausbau gekostet. Neben der Kreisstraße 8215 von Schweigersheim nach Kriebstein soll im dritten Quartal 2015 unter anderem auch die Kreisstraße 7703 von Niederwiesa nach Braunsdorf ausgebaut werden. Diese sogenannten Nahverkehrsstraßen werden mit einer befestigten Breite von 6 Metern ausgebildet. In einem Abstand von 0,5 Metern vom Fahrbahnrand werden überfahrbare Leitlinien aufmarkiert, sodass eine 5 Meter breite Fahrgasse ohne Mittelmarkierung entsteht. Diese Leitlinien dürfen überfahren werden, da im Fall der Begegnung mit Schwerverkehr die gesamte befestigte Breite in Anspruch genommen werden soll.